So, da ist er wieder zurück aus der kleinen Pause. Kaffeebecher ist wieder voll und wir können noch ein bisschen was machen. Sind ja gerade hier im Multiplayer bei FS19 stehen geblieben, wenn ich auch quasi alleine im Multiplayer-Modus bin momentan. Also, auf jeden Fall haben wir hier jetzt noch ein bisschen was zu baggern. So. Erstmal danke an alle, die dazugekommen sind und recht herzliches Hallo an alle, natürlich, die gewartet haben. Wen habe ich da? Layboy2, ein wunderschönen. Ist richtig gelesen? Ja, habe ich. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir? Was macht die Kunst? Was treibt dich um? So. Genau. So, was wollte ich machen? Ich muss erstmal meine neu erworbene heiße Baumwollerntemaschine abholen. Und vielleicht kann ich schon mal so 3 bis 5 Cent Schulden zurückzahlen, weil das ist nämlich schon echt heftig hier, die ich aufgenommen habe. Bei 1 Million, so viel brauche ich gar nicht. Kann ich erstmal. Ist auf 1 Million, kann ich wenigstens zurückgehen jetzt noch. Weniger 900.000 oder so. Ja. Ah, so, genau. Das passt. 950.000 haben wir im Sack. Hast du Lust mitzuzocken? Oder wolltest du noch mal so reinschauen, reinschneiden, gucken, was der Jesche hier so treibt? Für einen Unsinn. Ich fahre mit einer viel zu großen Maschine im Hof. Passt eigentlich gar nicht so wirklich auf die Straße. Normal müsste ich dafür einen Transporter nehmen. Da drauf packen. 25 Stundenkilometer. Ja, nix. Laufen schneller. Ich glaube, ich kann schneller laufen. Was ich bei der Maschine so cool finde, ist ja immer dieser, sie so komplett hochfährt. Immer so mega cool. Beim Anschalten dann immer noch wieder runter. So. Ich mag das. Wollen wir die mal wieder zuklappen hier, ne? So, das heißt, für eine mögliche Ernte der Baumwolle ist auf jeden Fall gesorgt. Da oben soll ein Kuhstall stattfinden, da muss ich gleich noch mal gucken. Aber mit 8 Kühen ist da momentan auch nicht sonderlich viel zu tun. Oh. Das Gefühl, der fährt seitlich. Gerade wenn du so am Berg bist oder so. Gehen jetzt mit da rein oder ja? Ah, komm, ich stelle den mal mit hier rein. Wenn das passt. Uah. Ja. Schön wär's gewesen. Was? Dieser Typ ist abs. Ja, ist klar. Grüße. Der Name sagt mir jetzt nicht unbedingt was. Hast du dich mal umbenannt? Er ist so lang, den hätte ich mir gemerkt.
hundertprozentig. Aber trotzdem, hallo, Hallöchen, wie geht's, wie steht's und was macht die Kunst bei dir? So. Okay. Du stehst auf Abwechslung, ja? Hätte ich eigentlich drauf kommen müssen. Weil der Ursprungsname war ja so ein geiler Typ, ne? Hätte ich eigentlich drauf kommen können. So. Und was macht die Kunst bei dir? So. War ich denn jetzt noch? Genau. Also, ich habe eingekauft, ich habe was weggebracht. Ich könnte eventuell. Lass uns mal gucken, was die Aufträge sagen. Die Aufträge, ihr könnt nicht sprechen, aber trotzdem mal schauen, wie viel da so drin ist. Feld 11, Baumwollerz. Das könnte ich ja jetzt machen, theoretisch. Könnt ihr jetzt eigentlich Baumwolle ernten? Kann sie nur nicht wegbringen. Dafür müsste ich nochmal was aufnehmen und müsste mir so einen Trailer holen. Was kostet der? Wenn dann nämlich auch ein, wo zwei Ballen drauf passen gleich. Es sei denn, das ist wesentlich teurer. Andere? Baumwolle. Baumwolltechnik. Nix. Da, hier. Nehmen wir den für den Trailer. Den nehmen wir. Also brauche ich wieder Kohle. Hätte ich mir auch sparen können. Das Zurückzahlen hätte ich mir sparen können. So. Leihen. Eine Million. So. Eine Mille. Jetzt bin ich bei einer blanken Mille. Alter. Wie krass ist das? So, da kann man nichts weiter machen. Dann kaufe ich da mal. Jetzt kann ich auf jeden Fall was wegbringen. Das heißt, ich kann jetzt diesen Schnuckling Feld 11 Erntenauftrag einfach mal annehmen. Ohne dass ich eine Maschine dafür kaufe. Hast du auch mal? Ah, jetzt. Das kann jetzt noch was geben, glaube ich. Tja. So, was schreibst du? Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir damit einen Gefallen getan habe. Das Feld ist relativ groß, ne? Aber der Baumwollernter nicht sonderlich schnell, ja. Das ist klar. Aber der ist breit. Passt eine ganze Menge. Ja, kein Kartoffelernter. Also eigentlich müsste das recht gut funktionieren. Gut, lasse ich den Erntehelfer fahren. Ah, jetzt kommt wieder der Trick 17 gleich. Ich muss gleich wieder schauen, dass ich die Ballen aufteile. Ihr wisst warum, oder? Ballen aufteilen ist wichtig, weil ich ja gerne einen Überschussanteil selbst für mich einstreichen möchte. Wenn ich den, leider wird erst abgerechnet, wenn der Ballen komplett bezahlt ist, sage ich mal. Ja, das heißt, wenn ich jetzt eigentlich einen 20% Ballen noch brauche und ich packe einen 40% Ballen dahin,
Dann rechnet er erst den kompletten Ballen ab und sagt dann, jo, Auftrag erledigt. Und die anderen 20%, die habe ich ihm quasi geschenkt. Wenn ich ihm jetzt aber zwei 20% Ballen hinlege, dann rechnet er den 20% Ballen ab, sagt, der Auftrag ist erledigt und rechnet den anderen 20% Ballen für mich ab. Deswegen muss ich gleich schätzen. Ich werde erstmal einen Ballen voll machen, dann gucken wir mal, wie viel dabei rauskommt. Und dann gucken wir mal, dass wir den zweiten, dritten Ballen irgendwie so ein bisschen geschickt aufteilen, dass möglichst viel Gewinn für mich noch hängen bleibt. Alle Baumwolle ist ja ein sehr lukratives Geschäft. Die Wiese, das passt mit dem Auto sonst so schlecht. Welches Feld muss ich eigentlich? Zum Feld 11. 11 ist das da. Der Auftrag, der wartet schon Ewigkeiten, oder? Hab ich Ewigkeiten ignoriert. Ja, hab ich. So, Erntemaschine aufklappen, schon mal. Voll cool aus, habe ich ja schon gesagt vorhin. So, wie sind denn die Reihen hier angelegt? Okay. Heißt, entweder ich fahre hier unten quer. Trotzdem. Fangen da mal hier unten so quer an. Lass mal direkt gucken, was passiert, wenn ich hier den Erntehelfer anschalte, ob der auch so fährt. Wo macht er? Cool. Weil dann lasse ich den nämlich erstmal fahren. Ich hole jetzt erstmal meinen Agrar-LKW. Hol mir den Hänger ab. Ich glaube, Baumwolle kann ich in diesem Lager, glaube ich, nicht einlagern. Das ist das Einzige, was, glaube ich, nicht in das Multifruchtlager reingeht, oder? Ansonsten wird das mit dem Ballenauswurf ein bisschen schwierig werden. Muss ja auch nicht. Werden direkt verkauft oder ich lege sie irgendwo in die Ecke. Ist mal was anderes wieder wie eure. Jalla. Wie American Truck Simulator. Fast reingefahren. So, da ist der Schöne. In Weiß. Wie die Zugmaschine umlackieren, ne? Nein. Der Pottdrecking schwarzen Zugmaschine unter den schönen weißen Trailer. Direkt eingesickt. So, ich habe rote Anhänger, ich habe einen weißen Anhänger und ich habe einen schwarzen Anhänger. Eine schwarze Zugmaschine für den großen schwarzen Anhänger. Jetzt müsste ich den eigentlich in rot-weiß lackieren hier. Damit er zu den anderen beiden passt. Nee, guck mal, da ist er schon wieder. Das ging aber schnell jetzt. Ich glaube, der ist jetzt in Reihe 2. Ja, ist er.
Helfer rausgeschmissen. Einmal reinsetzen in die Hütte. So, ist fein. Denke ich, müsste ich auf 6 Reihen rauskommen. Das heißt, die muss das Lenkrad genau zwischen Reihe 4 und 5 halten. Normalerweise. Gucken, ob das aufgeht. Nö. Nee. Anzeige da oben ist ja lesbar. Ist ja cool. First Pack. On Area, was? Area on off? What? Ach Gott, guck mal, was er gemacht hat. In das Buch. So. Also geht das aber nicht. So, nicht einfach das halbe Feld hier stehen lassen. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal einen 100% Ballen. Und danach schauen wir mal, was wir dann für Ballen machen. Lass mal gucken, wie weit das Feld dann ist und wie weit der Auftrag ist. Und dann können wir das immer noch grob schätzen. Jetzt natürlich auf den aufs Kilo genau ausrechnen hier. Tada. Also wirklich geradeaus fährt er nicht, da muss ich ständig nachlenken. So, nächste. Einmal durch die Gegend heizen.
So. Guck mal, da ist ja der Zug wieder. So, das war die fast schweigende Reihe. Kaum was gesagt. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass hier gar nicht mal so viel Baumwolle gerade bei rumkommt. Aber ich meine, die wäre sehr hochwertig. Oder? Mal gucken, was überhaupt so ein Kilo Baumwolle hier bringt. Nix, wie nix. Wie jetzt? Da, Spinnerei. Doch, da, guck mal, 2048. Das ist eine Menge. Dachte schon gerade, hier kann ich dir ja gar nicht abliefern, muss ich ja zur Spinnerei für. Ist wo? Sägewerk. Die Spinnerei ist direkt bei mir. Das ist die. Ach so. Theoretisch gehört die mir. Land habe ich gekauft. Glaube ich. Oder? Nee, nicht ganz. Aber das hätte ich kaufen können. Das hatte ich, glaube ich, mal. Das habe ich, glaube ich, verkauft. Dann habe dann hier. Eigentlich ja nicht brauche. Ich brauche keinen Wald. Ich mache keine Forstwirtschaft. Schick. Oh, der dreht. Jetzt gucken. Gucken, was der treibt. Macht aber gut auf der Seite. Auf der Seite macht er das aber schick, der Erntehelfer. Wie viel Feldfläche habe ich jetzt? Quasi noch nichts, ne? Wenn ich gleich bei 50% bin, hier ungefähr bei 100% im Ballen. Ja. Kommen wir bei ungefähr 3 Ballen raus. Ja, 2,5. Vollständige. So, jetzt nehmen wir wieder hier 6 rein. Alleine macht er 5. Ich fahre auf 6. Also fahre ich lieber selber.
Bart an. Format an, habe ich gesagt. So. Und Prost, Kaffee. Sehr schön. Schon über 50% der Ballen. Das ist fein. Aber vom Feld habe ich noch nicht allzu viel, ne? Könnte natürlich jetzt schon anfangen, die Ballen aufzuteilen, aber dann fahre ich nachher so oft. Ne, wir machen erstmal einen 100er. Und dann machen wir, keine Ahnung, dann machen wir 20er oder so. Oder ich bringe den erstmal weg. Schauen wir mal. So viel zu, wir machen noch ein Stündchen Farming Simulator. Das funktioniert nie. Das Stündchen meine ich. Das wird immer mehr. Immer. Also ab dem Dreifachen, ne, da wird es dann komisch. Um wieder mit mir und wieder an und go. Das Fett ist aber auch uneben, ne? Macht er sitzt, macht das ja nicht ganz umsonst, was er da tut. Ständige Wackeln und hoch und runter und rechts und links gehen. Na da. Da in der Mitte ist eine Anzeige, die zeigt ständig irgendwas an. Da irgendwie. Anzeigen, die was anzeigen. Das ist eine Anzeige, die was anzeigt. Was? Ja, super. So, da steht zum Beispiel immer da. 1893. So. 1700, 800. Fangt immer so. Das Körner pro Sekunde oder was? Wirklich. Hat irgendwas anderes zu sagen. Aber wenn ich stehen bleibe, ist er runter. Die Leistung, die benötigt wird, oder? Keinen blassen Dunst. Weißt du, da rechts an der Säule, da ist diese Anzeige da. Wenn mal die Stundenkilometeranzahl steht, könnte aber auch der Verbrauch sein. Liter die Stunde oder so.
Nicht erkennbar, was dahinter steht. Irgendein Symbol. Siebzig Prozent. Ich bin gespannt, wie viel Prozent die nächste Reihe bringt. Am Anfang war es ja nicht ganz so viel, aber die Reihen werden jetzt quasi gerade länger. So. 78%. Wie viel es nach der Reihe sind. Das ist mehr oder weniger wie 10% sind. Achtundsiebzig. So, 86%. Also, ja, um die 8% waren das jetzt, ne? Mehr nicht. Ich dachte, das wären mehr. Aber, ja, ganz ehrlich, wenn 10% wären. Füllung, dann müsste es ja jetzt theoretisch auch schon voll sein. Also passt nicht. Also die Reihe noch und die Hälfte von der nächsten. Dann kann ich eine 100% Ballen rauskloppen. Oh ja, hoppala. Leichter Anflug von Müdigkeit hier. Dem kann man entgegenwirken. Warte mal. Gerade ausfahren hier so. Kann man. Fahr geradeaus. Jetzt kann man dem entgegenwirken. So, einmal gerade rum. Ist ja 93%. Das ist eigentlich noch fast eine Reihe, ne? Und dann passt das.
So. Einmal schön durchs Gebüsch. Was ich jetzt mache? Jetzt mache ich den Erntehelfer an, lass den fahren. Dann kann er mir nämlich zum richtigen Zeitpunkt direkt den Ballen rauslegen. So. Ah, guck mal, er hält an, oder? Er hält an. Das ist jetzt ein 100% Ballen, also nicht, dass man den Unterschied sehen würde, aber das ist einer. Können wir den nämlich auch schon mal absenken hier. Arbeitsstellung. Wer nicht? Ah, jetzt. Mit Viereck drücken muss auf Viereck drücken und nicht den Kreis, dann geht das. Und zack. So, dann bringen wir das mal einmal weg. Ich möchte jetzt mal gleich wissen, wie viel so ein Ballen bringt. Wie viel Prozent wirklich. Muss ich mal. Das muss ich jetzt einmal herausfinden. So, die Spinnerei war ja da unten, das heißt, ich ziehe mal geradeaus durch. Haben wir einmal an der Stadt vorbei. So, kommen wir der Sache näher. Und einmal links. Da muss ich abladen oder ja, da ist das Feld. Hinten gibt es auch noch eine Ausfahrt. Okay, dann mal gucken, wo es da hingeht. So, Ballen entladen bitte. Einmal schnell schauen. Auftrag ist nämlich jetzt bei 24%. So, mit dem Ballen ist er dann bei 20% davon. Bei 29% ist nämlich gar nicht mal so viel. Das heißt, das Ernten selbst den größten Fortschritt. Na gut.
Das heißt, ich darf noch einen 100% Ball machen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, schöner Feldweg hier. Wo geht's lang? Komme ich hier raus? Ach nee. Bin noch nie lang gefahren. Never ever. Was ein Weg. So, dann pass auf, dann lasse ich den jetzt noch ein bisschen fahren. Und schau mal eben was nach, weil ich glaube nämlich, dass ich noch Sachen im Lager habe, die ich lukrativ unter die Leute bringen kann. Null. Ah, zum Beispiel. Das sieht sehr gut aus. 52.000 und 850 beim Restaurant. Jo, das ist ein Deal. 52.000, da brauche ich nicht den großen schwarzen Hänger von dem, da reicht der. Dann bringen wir die mal zum Restaurant. Bisschen kleine Asche machen. Noch gerade Mais. Da. Ah, doch. Dachte schon, geht denn dann nicht. So, auf zum Restaurant für 850. Geht der jetzt raus? So, Restaurant ist hier. Und raus damit. Ui, das gibt lecker Kohle. Oh ja. Mal eben 44.000. Fast 45.000. Nee, 45.000 halb. So. So, sonst noch einer ohne Fahrschein. Also mal schauen. Wir haben dafür nur ein bisschen wenig, sage ich mal. Da lohnt sich das Wegbringen jetzt nicht zwangsläufig. Zuckerrüben würden sich lohnen, wenn ich die auch zum Restaurant bringe. Oh, weiß ich, Zuckerrüben gibt es eh nicht so viel.
Also das Höchstmaß liegt so bei 240, 242. Da bin ich eigentlich schon sehr nah dran. Dann bringe ich jetzt noch mal eine große Fuhre, große, also einen Hänger voll, Zuckerrüben zum Restaurant. Während der Erntehelfer da oben noch fleißig ist. Ich könnte mir aber auch mal eben ein klitzekleines Päuschen gönnen. Wieder mal. So. Den hängen wir schon mal um. Zack, na komm. So, dann stellen wir den Dicken schon mal unter die Dusche hier. So, einmal Zuckerrüben bitte. Und ich bin da mal eben für 3 bis 5 Minuten AFK und wir sehen uns gleich wieder. Bleibt dabei!